Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, wir haben es endlich geschafft. Wir haben ja das gemacht, was ich eigentlich schon die ganze Zeit gesagt hatte, was ich machen wollte. Nämlich mir Gegner suchen zum Ausweichen. Das Problem war, dass das nicht so richtig möglich war mit den Zauberern. So, da müssen wir hin. Können wir da die Karte öffnen? Doch, da ist doch eigentlich direkt so ein Punkt. Da reisen wir mal hin. Jetzt vor. Ja, perfekt. Ich muss nur geradeaus durch. Erzählt ihr denn auch noch mal was zum Unterricht? Wäre natürlich auch gut. Nein, nicht wirklich. Sollen wir jetzt noch mal als Musterschüler noch mal hinterherkommen, oder? Okay, scheint so. Na gut, Professor. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Ja, aber dann müsste ich den. Wie sieht der denn aus? Der rote hier, ne? Da müsste ich den einmal austauschen. So, die Puppe, die Puppe, die Puppe. Die Puppe, da. Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Ich scheine auf dem wichtigen. Hallo? Leviosa, Expelliarmus. Hier. Ja, das ist ja geil. Sie üben wohl noch. Ja, was soll ich denn sonst machen? Och, jetzt lade ich auf, komm. Müssen wir das eigentlich extra üben? Eigentlich nicht, oder? Müssen wir mit ihr jetzt noch irgendwas reden? Professor, hätten Sie einen Moment? Natürlich. Was gibt es? Ich bin mir nicht sicher. Haben Sie eigentlich Hogwarts besucht? Ja, ich bin stolzes Mitglied des Hauses Ravenclaw. Warum fragen Sie? Ich wüsste gern, wie sich Hogwarts in den Jahren verändert hat. Verstehe. Wie Sie sicher schon vermutet haben, steckt das Schloss voller Überraschungen. Ich wage zu behaupten, dass sich hier mehr bewegt als die Treppen. Was die Schüler angeht, nun, sie scheinen jedes Jahr fähiger zu werden. Obwohl, zu meiner Zeit haben wir genauso viel Unfug gemacht wie Sie jetzt. Als Schulsprecherin habe ich bei allen Arten von Streichen weggesehen. Aber auch ich habe einmal einen gewissen Phineas Nigellus Black ermahnt, weil er in der Vorlesung einen Zuckerfederkiel gegessen hat. Ich wusste gar nicht, dass Sie und Professor Black, hier zusammen zur Schule gegangen sind. Der Schein kann nun mal trügen. Wissen Sie, ich wurde einmal von der Zeit selbst verwundet. Das heißt, ja, schrecklich ist es auf jeden Fall, aber irgendwie auch faszinierend. Von der Zeit? So etwas hätte ich mir nie träumen lassen. Nun ja, das war eben das Risiko meiner vorherigen Stelle. Sie haben vielleicht schon gehört, dass ich jahrelang eine Unsägliche im Ministerium war. Eine Unsägliche? Was hat. Wie Sie sich denken können, kann ich nicht darüber sprechen. Es genügt zu sagen, dass die Aufgabe nicht ungefährlich war. Nun, ich hoffe, ich konnte Ihre Neugier vorerst befriedigen. Das haben Sie. Danke für Ihre Zeit, Professor. Üben Sie weiter Ihre Handarbeit. Man muss stets auf Unfug gefasst sein, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schlosses. Und wie hilft mir Stricken oder Malen da weiter, Professor? Nein, ist schon klar, was sie gemeint hat. Ja, wir haben aber jetzt quasi keine neue Aufgabe mehr, ne? Wir haben jetzt
Schauen wir mal eben nach. Noch die Ruhestätte. Ach so, doch. Wenn wir den Expelliarmus haben, können wir uns ja mit ihm im verbotenen Wald sogar treffen. Okay. Er ist sich sicher, dass die fehlenden Seiten noch immer bei seinen geköpften Überresten liegen. Können wir das tagsüber machen? Ich denke, oder? Ich bin mir nicht sicher. Gehen wir mal auf Karte, weil wir wissen ja jetzt mittlerweile, wo der Eingang ist vom verbotenen Wald. Ist sogar direkt in der Nähe, wäre auch noch was zum Reisen, aber wir können nur dahin. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hi. Ich finde die irgendwie knufflig, ich weiß auch nicht. Okay, so weit ist es auf jeden Fall nicht rein, wobei 200 schon eine Strecke ist, wo ich sagen muss, da könnten mir viele von diesen Sumpfkrötlern oder wie die heißen, über den Weg laufen. Warum sind hier eigentlich so viele Hühner im Verbot? Nee, doch Rebhühner oder sowas im verbotenen Wald. Und was ist das da hinten? Oh, irgendwas ist da links. Oh. Irgendwas sind viel da links. Moment, wir können das mitnehmen. Das nehmen wir auch mal direkt. Aber wir werden nicht angegriffen im Moment, so wie es aussieht. Das ist gut. Moment, da war doch was. Ich höre hier doch schon wieder irgendwas. Einmal warten. Ich wusste, dass wir des Nachts hier sein müssen. Wie versprochen. Hi. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Geduld der Hufflepuffs, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann, aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Intramuros. Ja, wo müssen wir denn hin? Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja. Es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Steinbrücke, Wasserfall, es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Müssen wir hier rum? Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Ich muss hier durch, ne? Jetzt habe ich hier aber Expelliarmus drin. Moment. Da habe ich Lumos, Feder. Unsichtbar wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ich bin mir nämlich gerade nicht so sicher, ob da nicht irgendwie doch noch von der Decke irgendeine Spinne runterkommt. Es hilft nichts, ich muss einfach weitermachen. Aha. Trotzdem. Boah, wie viele Schilder sind hier bitte aufgestellt? Irgendwas ist da, aber man kann es von hier aus zumindest nicht sehen. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jackdaw überraschend verlässlich. Mhm. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie hoch ist das, ne? Also, wie hoch sind die vom Level her, wenn ich da auf Gegner stoße? Geh mir einfach aus dem Weg hier. Ich weiß auch noch nicht so genau, diese Tatze. Ich glaube, das ist so eine Art Gegner, also Bossgegner oder sowas. Bin mir aber nicht sicher. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Ja, deswegen sind sie ja auch immer, ne, der weiße Hirsch und eine Eule ist hier.
Da, genau wie Jackdaw es beschrieben hat. So. Flüstere das... Ach so, hier. Okay. Intramuros. Will ich da rein? Ich bin mir nicht sicher. Da ist sie. Hier draußen wird euch niemand hören. Randok wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Wieso kann ich nicht ausweichen? Oh. Mann, jetzt. Bist du fertig? Diese Anhänger alle? Werden Randolph nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jackdaw mich geführt hat. Okay. So. Können wir jetzt rein? Nein. Okay. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Ich wollte gerade sagen, greifen die mich jetzt an oder was? Ach, die muss man... Oh, ich dachte, das sind diese Steine. Die da, habe ich gedacht. Ups. Muss das alles führen. Okay. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Ist hier oben noch irgendwas? Ja. Kaputte Spinnen. Aber es sieht ja schon mal geil aus, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Okay, also müssen wir da hinten hin. Trotzdem, die Spinnweben und die Spinnen lassen mich jetzt irgendwie nichts Gutes ahnen. Ob einer meiner Zaubersprüche mich hierbei helfen wird? Nee, offenbar nicht. Ich warte ja immer noch auf Bombarda. Was Hermine gesagt hatte. Oh, oh. Incendio. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, da krabbelt noch was. Da ist noch was auf mich zugerollt. Oh. Okay, ja, ich habe so gar keine Lust mehr weiterzugehen, ehrlich gesagt. Die fasse ich nicht an. Wieso kann ich die nicht einfach... Boah. Wie viele waren das bitte? Hallo? Was war das? Das waren Erfahrungspunkte. Na gut. Irgendwie sieht das so sehr stark nach großem Boss aus. Das ist nicht gut. Braune Molchaugenschutzbrille. Okay. Wir können noch mal eben... Wir haben, glaube ich, einige Sachen jetzt dazu bekommen. Ne? Können wir noch mal eben gucken. Also, die Schutzbrille... 34,
Achso, 40 haben wir jetzt gerade nicht an. Ja, aber das ist doch die... Das ist doch die neue, oder nicht? Hä? Oder haben wir die jetzt? Nee, das ist die hier. Ach, die können wir doch nicht anziehen. Ach so, okay. Ich finde das immer so verwirrend, dass man Sachen bekommt, die man noch gar nicht anziehen kann von der Größe her. 1927, okay. Dann nehmen wir doch den. Und machen als Erscheinungsbild wieder den, glaube ich. So, das haben wir alles soweit drin. Haben wir nicht doch mehr bekommen? Okay, dann nicht. Wir müssen... Finde die fehlenden Seiten... Wie finde die fehlenden Seiten? Hä? Karte nicht verfügbar? Schon wieder finde die fehlenden Seiten. Aber wieso muss ich denn jetzt den Weg wieder zurücklaufen, wo ich reingekommen bin? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Ja, lauf, komm. Oder ist das... Moment. Nein. Moment. Jetzt haben sie mich aber dran gekriegt. Ich bin in die Höhle gegangen. Ich muss aber da unten hin, genau. Aber das war... nicht schlecht, dass ich in die Höhle gegangen bin. Oh. Was müssen wir denn hier machen? Ob ich die Plattform irgendwie verschieben kann? Ja, kannst du. Die Frage ist... Ach so, da können wir hoch. Kann man das da hinten einsammeln? Was ist mit den Spinnen hier? Hallo, nimm's an! Nimm's an! Wieso kann man die Sachen nicht annehmen? Ich verstehe es nicht. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jack da an dieser Beute interessiert wäre. Jetzt. Aber es gibt keine Spur von ihm. Okay. Den erstmal herziehen. Ah, ich verstehe. Da müssen wir zwar nicht hin, aber... es scheint ja hier, mehr zu geben, als man erstmal sieht. Keine Spinnen? Das verwirrt mich. Eine unberührte Truhe? Jack, da war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Nö, anscheinend nicht. Die Frage ist jetzt... Revelio. Also die Eier sehen irgendwie so aus, als ob man damit irgendwas machen könnte. Aber anscheinend ist dem nicht so. Können wir die Abkürzung nehmen, ne? Ja. Dann schauen wir mal hier wieder weiter. Können wir da hoch? Wir können da hoch. Die Frage ist, bringt uns das was? Kommen wir dann zum neuen Gebiet oder... Nö. Ach so, dann kommen wir wieder dahin. Ja, da sind wir ja rechts rumgelaufen. Ja, klar. Okay, Mondstein scheint man aber tatsächlich immer viel zu bekommen. Noch ein Rätsel. Jetzt noch eine. Kann ich das haben? Hab ich das doch richtig gehört? Aber die gibt mir nichts, ne? Nö. Na gut. Also außer XP, ne? Die kriege ich auf jeden Fall. Muss doch noch eine sein. Ach, hier liegt eine. Müssen wir die reparieren vielleicht? Moment. Ja, ich denke mal, die müssen wir reparieren. Das war der hier, ne? Reparo. Nicht? Ja.
Leviosa! Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Warum hat die das jetzt hierbei gerade gesagt? Oder muss ich da einfach nur draufhauen? Das kann natürlich auch sein. Moment, das mit dem hier, ne? Aber ich glaube, das ist nicht mit Zeit, oder? Sonst hätte ich die ja auch nochmal... Ach, da hinten. Ach, ja. Sag mir das doch gleich. Mann, ich habe gedacht, das hängt jetzt die ganze Zeit mit dem Ding hier zusammen. Aber das scheint nur so eine Feuerschale oder so zu sein. Lass uns hier mal eben gucken. Da ist überall nur Wasser. Da müssen wir auf jeden Fall links halten. Ja, 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 ich weiß. Ich weiß, ich muss das einsammeln. Okay, sieht mir wieder danach aus, als ob gleich Spinnen kommen. Was haben wir denn hier? Geld auf jeden Fall. Da oben ist schon einer. Kreuzspinnen-Schlüpfling. Ortego. Die scheinen einen, aber... Bin mir nicht sicher. Gerade nicht angreifen zu wollen. Was ist denn hier? Eine Truhe. Mit oder ohne? Scheinbar ohne Spinnen. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas übrig gelassen hat. Aber wo kann er sein? Ich sollte sowas nicht sagen. Hier ist sonst nichts, ne? Dann kommen wir hier runter. Ja, geh runter, komm. So, die Frage... Ja, okay. Hallo, darf ich mich mal... Okay. Ja, ich hatte gerade schon gedacht, dass die jetzt da rauskommen. Gut, dass Jack da nicht runtergefallen ist. Okay, dann machen wir das. Ja, ja, lass los, lass los. Wir versuchen es anders. Ich denke mal, dass das so ein Nebenweg ist links, wo wir noch entlang können. Ja, genau das meine ich. Das klang jetzt irgendwie danach, als ob da irgendwas war. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber ich kann mich einfach bedienen. Okay, dann gehen wir da auch noch hin. Jetzt weiß ich auch, wofür man das... Aber das ist dann gut, dass ich das noch nicht machen konnte, im Endeffekt. Weil, wenn das verbuggt ist, heißt das nämlich nicht... Moment... Also diese Trick kann ich ja so durch? Nee, ne? Ich muss das doch anzünden, oder nicht? Diese Trainingseinheit ja... Nein, ich wollte den oberen. So. Da die Trainingseinheit ja so verbuggt war, ich weiß ja nicht, ob man das dann hier hätte machen können, oder nicht? Geh doch einfach da hoch, Mensch. Ist alles frei. Eine unberührte Truhe? Jack, da war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Das ist nicht gut, befürchte ich. Incendio. Incendio. Okay, ich verstehe es auf jeden Fall. Das mit dem Amüsieren ist immer noch so eine Sache, aber... Incendio. Incendio. Oh.
Okay, haben wir hier irgendetwas unterlassen bekommen? Sieht nicht so aus. Ja, natürlich. Hallo? Was war das? Ich verstehe nur nicht, wieso man die Dinger hier manchmal einsammeln kann und manchmal... Ah, jetzt. Nee, jetzt gehen sie aber kaputt, oder? Das kann ich schon öffnen. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Okay. Nein, du sollst das machen. Okay, mal schauen. Ich komme hier aber nicht rum. Warum komme ich hier nicht rum? Weil ich da ja eigentlich gar nicht weiterkommen sollte. Kann das sein? Ich bin ja nur durch diese Höhle jetzt gelaufen. Tatsache. Weil ich am Suchen war, ob ich hier noch irgendwas rausholen kann. Aber eigentlich sollte ich ja vorne komplett anders weitermachen. Das habe ich jetzt total vergessen. Bei der ganzen Freude irgendwie. Also es macht wirklich unheimlich Spaß, muss ich sagen. Sich ja so durchzuwuseln und so. Ja. Ich wusste, dass hinter mir was gekommen ist, aber... Oder sind das die Erfahrungspunkte, die da am Boden dann rumliegen? Das könnte eventuell sein. Das können wir noch einsammeln hier, ne? Ja. Korklumensaft. Okay. Da müssen wir weiter. Kommen wir da so hoch? Ja. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber ich kann mich einfach bedienen. Ich kann mich einfach bedienen. Das hört sich ja toll an. Ich bediene mich einfach an den Sachen, die die Leute mitgenommen haben sollten. Etwas übrig gelassen hat. Aber wo kann er sein? So, dann würde ich aber sagen, dass wir hier jetzt nochmal kurz reinschauen. Ich weiß nämlich nicht, wie stark die Gegner jetzt sind, die noch kommen werden. Einmal einen Hut. 25. Ne, Moment. 25 haben wir jetzt, das wäre dann 29. Nehmen wir das. So. Dann natürlich ohne Anzeige. Und einen Umhang haben wir, mehrere Umhänge noch bekommen. 33, 29 und den können wir noch nicht anziehen. Wir haben jetzt 27, ja. Dann nehmen wir den auf jeden Fall. Und ich möchte aber trotzdem meinen Standardumhang optisch wieder haben. So, dann haben wir die 23, und sogar eine 32 bekommen. Wir haben jetzt 22 an, ne? Das ist natürlich krass. Das können wir auch anlassen. Das sieht nicht so schlimm aus. Ich meine, die anderen sahen jetzt auch nicht so schlimm aus, aber... So, okay. Also, da hinten müssen wir rum. Hier ist Wasser. Die Frage ist... Weshalb wir da rum müssen. Oh, da hinten ist noch... Da sind wieder Spinnen. Können wir rumlaufen? Aber kommen wir im Endeffekt am gleichen Ort aus, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Wo sind die kleinen Spinnen? Okay. Kommen wir hier irgendwie hoch? Da ist auch nochmal sowas. Ah, okay.
Was? Oh, ist das das Ding oder was? Können wir das machen? Revelio. Also irgendwas... Irgendwas stimmt doch mit dem Ding hier nicht, oder? Ach, hier. Hat der vielleicht irgendwo drin festgesteckt oder so? Dass man den erstmal befreien musste? Bin mir nicht so sicher. Da müssen wir dann wahrscheinlich zum Schluss hin. Wenn das nah genug ist. Okay, das scheint nah genug zu sein. Nein! Nein! Scheiße! Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ich hasse sowas. Und ich hatte keine Möglichkeit, zwischendurch irgendwo hinzugehen. Das ist so ätzend. Wieso sehe ich denn? Aber muss ich unter Ausrüstung, ne? Ich muss die jetzt auch tatsächlich wegwerfen. Das ist nicht euer Ernst, ne? Das ist weniger. Gibt mir aber auch 60. Da haben wir nur eins. Umhänge. Na gut, die geben ja auch alle 60, 90, 60. Der sogar 200. Ist der, den wir gerade tragen? 33? Ja, das ist der, den wir gerade tragen. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon gespeichert habe, weil der jetzt noch, weil ich den noch nicht benutzen kann. 90, 90, 60. Ja, was soll ich machen? Ich meine, ich habe jetzt so viele Sachen gefunden, ich weiß jetzt nicht. Das ist nur Geld, okay. Ach, hier. Okay, hier geht's auch noch mal weiter. Oh Gott, das ist so weitläufig. Ernsthaft? Mega Powertrank. Eine unberührte Truhe? Jack, da war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Duellierhandschuhe. Und schon ist wieder alles voll. 36. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die jetzt mal. Optisch natürlich dann keine. So. Die Frage ist jetzt, haben wir hier noch irgendwas vielleicht zum Wegwerfen? Moment, das war 34, 6. Ja, ich muss die Sachen ja zerstören. Weil wenn jetzt irgendwas Gutes kommt, ist das sonst weg, so wie ich das verstanden habe. Das ist natürlich sehr, sehr verbesserungsbedürftig. Achso, da kommen wir nur da aus. Da kommen wir jetzt im Endeffekt... wieder darunter, ne? Haben wir denn hier oben jetzt alles... Ja, da oben, denke ich mal, haben wir alles fertig. Wobei wir hier unten jetzt noch nicht waren, aber... Ich würde mal interessieren, ob die nicht dahin gehen, wo Licht ist. Also ob man hier mit Lumos vielleicht durchgehen könnte, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade irgendwie völlig die Orientierung verloren. Moment. Wir müssen in die Richtung. Genau, von hier kamen wir, oder? Und dann habe ich mich gefragt, wie wir da hochkommen. Dann sind wir nach rechts gegangen, meine ich. Ach so, dann sind wir jetzt aber... Sag mir bitte nicht, wir hätten jetzt da oben weitergehen müssen.
Oder wir können hier unten eventuell auch weitergehen. Da müssen wir mal gucken. Oh. Da ist sie. Die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinnen? Die können wir Projektor nicht enthauptet haben. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Okay, brennen. Die brennen. Das ist gut. Monster. Ich kann nur erahnen, wie sehr sich diese Spinnen vermehrt haben, seit Kätzchen hier war. Also es tut mir leid, wenn ich immer so ruhig bin, wenn die Kämpfe sind, aber ich muss mich so dermaßen konzentrieren teilweise. Das ist... Oh Gott. Revelio. Haben wir hier noch irgendwas, was wir jetzt nicht eingesammelt haben? Ich hoffe nicht. Oh. Ich meine, das sieht ja schon geil aus irgendwo, ne? Aber... Ich muss das nicht unbedingt nochmal machen mit den Spinnen. Moment, da unten. Das hat so geklungen gerade. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber ich kann mich einfach bedienen. Also, wir haben jetzt hier unten was aktiviert. Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Da ist noch eins. Dann noch eins. Oh. Ja, es gibt noch eins. Ach du Schande. Oh, sag mir, dass das nicht wahr ist. Oh, oh, oh. Ich habe Incendio. Ich hab... muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Ja, Moment, Moment, Moment. Ich habe Incendio und ich habe Reparo. Reparo, denke ich mal, dass wir das nicht brauchen. Könnte ich vielleicht Expelliarmus reinnehmen? Ich habe keine Ahnung. An die Seiten. Weil das brauchen wir ja, um hier weiterzukommen, ne? Drei. Nein, noch mehr. Ach du Schande. Jetzt brauche ich Reparo. Da ist, das ist nicht euer Ernst jetzt. So tot wie eh und je. Was ist passiert? Doch hier nicht. Ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Ich will's gar nicht wissen. Ortego, Movioso. Movioso. Ist nicht der, den ich ausgewählt hatte? Oh. Expelliarmus sollte euch entwaffnen. Gut, dass ich den reingemacht habe. Gut, dass ich den reingemacht habe. Expelliarmus, Mobioso. Der ist cool umgefallen. Okay. Relio. Oh Gott. Das ist unheimlich. Was geht ja da vor? Irgendwie schon. Das habe ich schon mal gesehen. Bei Green Guts und in der verbotenen Abteilung. Okay. Wo bin ich?
Oh nein, der Raum wird langsam geflutet? Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Ich habe keine Ahnung, aber es sieht cool aus. Wenn ich jetzt was mit Feuer mache, funktioniert das dann noch? Oh Gott. Aber sieht wirklich geil aus. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier herausgefunden habe. Wo bin ich hier? Kann das sein? Sicher? Was kann denn sein? Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isidore Morgannock, als Sie in Hogwarts anfingen. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Willst du mich verarschen? Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Ich habe da so eine Ahnung. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von Ihnen. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Na gut, ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Ja. Deine Verbindung zur alten Magie hat Talente plus 1 freigeschaltet. Ah! Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü in deinem Handbuch ausgeben kannst. Oh, es tut mir leid, ich weiß, die Folge ist schon sehr, sehr, sehr wahnsinnig lange. Aber da muss ich jetzt mal reingucken. Ab Stufe 5 hast du Talentpunkte plus 1 verdient. Du kannst diese Talentpunkte nach Belieben ausgeben und deine Zaubersprüche zu verbessern. Deine Kampfkraft zu steigern, deine Tarnung zu erhöhen und mehr. Wähle weise. Talentpunkte können nur einmal ausgegeben werden, weshalb die Anzahl an erhaltenen Talenten begrenzt ist. Kehre regelmäßig hierher zurück, um zu sehen, welche neuen und mächtigen Talente dich erwarten. Hierher in die Kammer oder jetzt hierher auf diesen Punkt hier? Haupttalente. Was sind denn Haupttalente? Basiszaubertreffer reduzieren die Abklingzeit von Zaubersprüchen. Das wäre natürlich nicht schlecht, weil damit arbeite ich ja viel. Erfolgreiche Protego-Zauber erhöhen die alte Magieanzeige. Ja, wäre auch nicht schlecht. Oh, ich habe 10 verfügbare Punkte. Achso, benötigte Stufe. Ich muss aber nur einen Punkt ausgeben, oder? Halte Ausweichen gedrückt, um plötzlich zu verschwinden und in der Nähe wieder aufzutauchen. Okay. Ein neues Zauberset wird hinzugefügt. Hä? RT gedrückt halten und rechts, links, oben, unten in eine Richtung tippen, um einen freigeschalteten Zauberset zu... Ach so. Ah,
Das wäre nicht schlecht, so für faule Leute wie mich. Hat natürlich mit dem Zauber nichts zu tun. Der Mega-Power-Trank hat eine bessere Heilwirkung. Ja gut, ich weiß immer noch nicht, wie man den benutzt, ehrlich gesagt. Ein neues Zauberset wird hinzugefügt. Achso, das sind die... Achso, Teil 1, Teil 2. Die alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Das wäre sicher auch nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, da mache ich jetzt mal einen Punkt rein. Dann wäre es bestimmt ganz cool, wenn ich noch so ein zweites Ding hier hätte. So ein zweites Set. Da muss ich mal gucken, ob ich da noch eins haben möchte oder nicht. Basiszauber reduzieren die Abklingzeit von Zaubersprüchen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich, denke ich mal. Ich will natürlich jetzt nicht alles verballern. Was ist denn mit Zaubersprüche? Der Einsatz von Incendio entfesselt... Oh, einen Ring aus Feuer um dich herum. Gegner in der Nähe eines mit Akio beschworenen Ziels werden ebenfalls zu dir gezogen. Ja gut, das weiß ich nicht, ob das immer so gut ist. Gegner in der Nähe eines mit Levioso... Ah, werden ebenfalls... Oh, das nutze ich oft. Das wäre bestimmt nicht schlecht. Und das mit den Incendio, denke ich mal, wäre auch nicht schlecht. Das machen wir auch mal. Wie gesagt, eigentlich will ich nicht alle direkt hier reinballern, aber das, denke ich mal, ist ganz cool. Expelliarmus hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Oh, das ist sicher sehr wichtig, gerade wenn ich größere Gegner habe. Dann, Stupor hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden... Naja gut, Stupor kann ich noch nicht, also lassen wir den mal offen. Wenn einem verfluchten Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Das heißt, ja gut, wenn ich jetzt mehrere entwaffnet hätte, ich lasse es erstmal offen. Schleichen wäre vielleicht ganz gut. Du kannst sprinten, während du... Oh! Ja, das wäre tatsächlich nicht schlecht. Gegner können dich schlechter entdecken, ist natürlich auch... Ja, aber der guckt den an. Und trotzdem ist es noch... ich weiß es nicht. Es wäre vielleicht nicht schlecht, aber ich lasse es erstmal noch offen. Vielleicht brauchen wir das ja doch nochmal irgendwann. Raum der Wünsche. Für jeden geworfenen chinesischen Kaulkohl wird ein zweiter Kaulkohl kostenlos erzeugt und freigegeben. Das ist natürlich nicht schlecht, aber ich habe ja keine mehr im Moment. Der Endurus-Trank macht dich unverwundbar und reflektiert Projektile auf Gegner zurück. Ja, weiß nicht, was das mit dem Raum der Wünsche zu tun hat, aber okay. Gut, lassen wir erstmal die vier, würde ich sagen, lassen wir nochmal drin. Oh, ist das geil. Ja, und dann soll ich jetzt die Kartenkammer verlassen. Die Frage ist, wir kommen jetzt ja nicht da aus, wo ich hoffe, dass wir auskommen, nehme ich mal an, ne? Und wir kommen auch nicht wieder direkt hier rein, nehme ich an. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer. Was soll ich mit dem Buch? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die werden wir aber definitiv in der nächsten Folge erst beantworten. Weil es tut mir wirklich leid, aber die Folge ist jetzt schon fast eine Stunde am Laufen. Und vielleicht habe ich die ein oder andere Gelegenheit genutzt, das Ganze ein bisschen zu cutten. Aber ich glaube, da habe ich nicht wirklich viele Möglichkeiten gehabt. Deswegen machen wir hier definitiv erstmal einen Cut und dann schauen wir mal, ja, in der nächsten Folge, was das mit der Kartenkammer auf sich hat, beziehungsweise warum das Buch. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.